Welchen hättest du denn gern, junger Mann? Den da. Alles klar. Bitte sehr. Er gehört dir. Oh, danke schön. Ich liebe ihn. Hallo, mein Herr. Wir suchen nach einem Teddybären. Da hast du Glück, junger Mann. Einer ist noch übrig. Hä? Nein. Wir suchen einen mit einem Ritterhelm. Er trägt eine kleine Medaille um seinen Hals. Ach ja, ich erinnere mich. Aber der ist längst weg. Der gehört jetzt dem Schattenritter. Ja, er hat sich in den Teddybären verliebt, als er an meinem Stand vorbeigelaufen ist. Was will er denn mit einem Teddybären? Dafür ist er doch viel zu alt. Ja, genau. Stofftiere sind ja nur etwas für Babys. Los, kommt schon, bewegt euch! Floppy! Hier ist was aus leckerem Heu, so wie du es magst, mein kleiner Dark. Wie gefällt dir dein Geschenk? Zieht euch zurück. Das Spielzeug von Dark anzufassen ist streng verboten. Habt ihr denn nichts anderes zu tun? Mäht den Rasen. Schön ordentlich. Auf der Stelle. Ich bin dein bester Freund. Ist er nicht hübsch mit seiner Medaille? Ich wusste gleich, er wird dir gefallen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin dein bester Freund. Er wird meinen Teddy kaputt machen. Nein. Was ich sagen wollte, war meine kleine Glücksmünze. Wir brauchen einen Plan. Schnell. Ersetzen wir Floppy durch einen anderen Teddybären. Ja, gute Idee. Los, tauch auf. Ich befehle es dir. Ersatzkuscheltier, los, spring zu mir. Na schön. Wie es aussieht, steht er nicht so auf Einhörner. Ich versuch's nochmal. Ich weiß was. Zaubern wir einen anderen Drachen her. Dark will Floppy beschützen wollen und dann schlagen wir zu. Ich rutsche unter seinem Bauch durch und schnappe mir Floppy. Was denkst du? Ich denke, das ist keine gute Idee. Und auch nicht mehr nötig. Sieh mal. Das war ja leicht. Schaut Gus, der klitzekleine Ritter, im Disney Channel.